Und soll ich funktionieren? Juliana, erklär mir bitte, ja, was vorgefallen ist. Ich bin reingekommen, sie haben mir einen Kaffee eingeschenkt. Wir haben uns erstmal gefreut, dass wir uns wieder vertragen. Und alles gut ist, dass ich mich nicht ausgezogen habe. Leitung. Fühlst du mich gerade auf? Ja. So. Können wir mal raus in die Sonne gehen? Ich überlege sogar schon, ob sie Kinder kriegen wollen, die Bienen. Komm mal bitte raus, ich kann ja auch keine Kinder kriegen. Was? Komm mal bitte rausgehen. Hier sind weniger Mücken. Philipp hat mir zwei Gürtelchen mitgebracht. Ich möchte nicht mit dem Apparat reden, ich möchte mit dir reden, okay? Zwei Gürtelchen hat er mir mitgebracht. Und? Damit wir die Gürtelchenverbindung machen. Mhm. Damit du durch mich wieder Vertrauen in die Männerwelt gewinnst. Durch dich! So hat er das gesagt. Du wieder Vertrauen in auch in anderen Männer kriegst. Kriegst! Hör auf, mir das Wort im Mund umzudrehen. Ich sag mal, was du gesagt hast. Ja, es geht um die Inhalte hauptsächlich. Du hast recht mit dem Muss und dem so, das, ich finde das auch gut. Aber irgendwo muss man dann auch mal auf den Boden zurückkommen und gucken, was ich wirklich an Inhalt übertragen will. Na, Inhalt. Wo ist denn der Inhalt? Der Inhalt ist der. Willst du überhaupt hören? Ja. Nein, nicht was du zu sagen hast dazu, sondern was vorgefallen ist. Philipp hat mir die Gürtel... Ich fange jetzt nochmal an, ich sag's nochmal, okay? Vielleicht hörst du mir diesmal zu. Er hat mir die beiden Gürtelchen gegeben, damit wir die Gürtelchenverbindung machen. Mit dem Satz dazu, dass du wieder Vertrauen in die Männerwelt kriegst. Hör auf mit der Scheiße. Bitte. Ja, ich habe vor zu fasten. Ich hör auf mit der Scheiße. Vielleicht machst du ja mal mit. Mal nicht essen. Ja, weil er für mich den Anschein macht. Hm. Ich kann ja immer, und ich vertraue meiner Wahrnehmung da, dass Jana und er irgendwie fest sind, ein festes Paar sind und dass er sich eine Freundschaft wünschen würde zu dir, aber Jana nach wie vor sehr, sehr verhärtet ist. Er redet auch immer mit ihr, vielleicht wird doch irgendwann... Ja, der König, erinnerst du dich noch an den König? Aber weißt das, du, das, kannst er, du? Warte, ich weiß, er dich und der König ihn, spielt eine Rolle, verstehst du das? Dass Philipp sich und dich als Paar momentan nicht sieht. Ja, momentan sehe ich mich mit dem auch nicht, weil der mit der zusammen ist. Verstehst du das nicht? Ja, auch. Er hat auch, glaube ich... Aber Thomas, jetzt höre mal zu, was ich für einen Satz zu sagen habe. Und darum sehe ich als einzige Chance, wenn du eine Freundschaft beziehen kannst. Was ist denn eine Freundschaft? Eine Freundschaft, dass du und die beiden wieder irgendwie harmonieren. Wer ist denn wir erst einmal anfangen, eine Freundschaft aufzubauen? Und keine Feindschaft. Ich habe keine Feindschaft. Ja, das ist aber das, was wir ja unterm Strich immer erleben. Ich wirklich viel zu tun habe in meinem Leben. Ja, ich wohl nicht, oder was? Echt viel zu tun. Und dann irgendwie nicht viel Zeit für dich übrig bleibt. Nö. Natürlich bleibt hier keine Zeit für mich übrig. Keine Herzensverbindung. Nee, hast du auch nicht. Bist du auch ein echt anstrengender und unkomplizierter Mensch. Was bist denn du? Auch emotional ist das sehr krass. Was bist denn du? Fühlt mich sehr auf. Was bist denn du? Ja, schon klar, dass das nicht funktioniert, wenn wir jetzt wenig klarkommen. Aber jetzt hast du schon mal meine Pisse gesoffen. Das ist schon mal Fortschritt. Hast du denn das erzählt? Hast du denn überhaupt einen was von mir erzählt? Na klar. Na was denn? Ich habe kein fotografisches Gedächtnis. Oh Mann, du wirst dich doch mal an irgendwas erinnern können. Immerhin hast du das Privileg, bei denen sein zu dürfen. Wenn ich was zu erzählen habe, dann kommt das aus mir raus, weil es einfach kommt. Ich interview dich gerade. Ich kann mir nichts aus den Fingern saugen. Ich hab dich mit dem Auftrag dahin geschickt, irgendwelche Informationen zurückzuholen. Du hast mir gar keine Aufträge zu erteilen. Warum nicht? Ich bin ein eigenständiger Mensch. Und ich mache, was ich will. Jetzt weißt du genau das, was du immer sagst. Wenn du mal das mir gewähren würdest, dann hätten wir Frieden. Dann hätten wir Frieden. Aber du lebst nicht deine Regeln. Du willst sie für dich, aber für andere... Was denn für Regeln?
dass jeder machen kann. So was, ich habe seit 30 Monaten und 3 Tagen heute Nachmittag keinen Cent Geld ausgegeben. 30 Monate. Und das mache ich nicht umsonst. Ja, du lässt aber auch von anderen Menschen Geld, von anderen Menschen Essen. Also, das stimmt überhaupt nicht. Ich will auch diese Grundsatzdiskussion da nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Weil ich den Gedanke dahinter sehr schätze. Aber, kapierst du überhaupt, was das bedeutet? Ich habe mit Philipp zusammen meine letzten 20 Euro einem kleinen Zigeunermädchen geschenkt. Er war dabei. Es war Vollmond, 26. Dezember 2015. Verstehst du das? Er war dabei! Ich hatte diese angestrengte Art. Er war dabei! Das ist unsere Abmachung! Verstehst du das? Wir zwei haben Ziel vor Augen und Jana ist nun mal bei dem am besten aufgehoben. Solange bist du der König. Und jetzt rede in die Kamera, ob du weißt, ob du jemals verstanden hast oder mitbekommen. Lass mich aber ausreden! Ich weiß, du sagst immer das. Ausreden! Grundregel der Kommunikation! Jetzt sprich in die Kamera. Oder meinetwegen zu mir. Ob du jemals kapiert hast, was der König in dem Spiel für eine Rolle hat? Christian König, erzähle mir, was ich von ihm gesagt habe. Wie er an das Spiel reinpasst. Sag es. Du bist gerade auf dem Film. Ich bin überhaupt nicht auf dem Film. Du bist auf dem kompletten Film. Jana braucht einen Liebsten. Jana braucht einen Soulmate. Die braucht jemanden für sich. Verstehst du? So wie Philipp zu mir gehört, gehört der König zu Jana. Warum kapierst du das nicht endlich? Warum willst du das nicht verstehen? Warum gestehst du mir keinen Menschen zu, mit dem ich glücklich werden darf? Warum nicht? Warum möchtest du nicht, dass Philipp und ich glücklich sind? Warum nicht, Thomas? Warum nicht? Was ist es denn? Wieso kannst du dir das nicht vorstellen? Und wieso arbeitest du nicht mit? Es liegt doch nicht an mir, was ich mir vorstellen kann. Natürlich liegt es an dir! Es liegt daran, was Philipp sich vorstellen kann. Und ich versuche... Das stimmt überhaupt nicht! Ich muss da ausreden! Es geht um König! Ich bitte ausreden. Ja, jetzt willst du zuschlagen, aber ich habe die Kamera dabei. Ich habe immer meine Kamera dabei. Was geschlagen hab, ne? Ich habe die nicht ohne Grund, das ist ein Schutz für mich. Ja, weil ich dich schon so oft schlagen wollte. Natürlich. Dieser Affentanz, dieses Theaterspiel, sag mal, kommt ihr noch alle klar oder was? So, jetzt holst du noch ihn runter auf deine Show. Ja, irgendwas muss ich doch machen. Ich kann mich doch nicht die ganze Zeit vollblicken lassen. Du hörst ja nicht hin. Deine Aggression. Du hörst ja nicht hin. Ich könnte dir ja alles wunderbar erklären, aber du willst es ja nicht hören. Naja. Du bist unehrlich. Wenn ich reden will. Du bist unehrlich. Wenn du nicht hören willst, dann fällst du mir ins Wort, weil du es nicht hören willst. Dito. Du willst die Scheiße nicht hören? Dito, das hast du anderen vorwirfst. Das wirfst du dir selber vor. Nur Output? Aber wenn ich was zu sagen habe und du das nicht hören willst... Weil es scheiße ist, die du zu sagen hast. Die will ich nicht hören. Also, wenigstens bist du ehrlich. Aber das ist keine Basis. Was ist denn eine Basis? Eine Basis? Ha? Wenn der andere sich dem anderen anhört, was er... Du willst doch ja keine öffentliche Verbindung mit mir eingehen. Das willst du doch ja nicht. Das stimmt nicht. Ich habe heute auch schon wieder ihn gefunden. Verstehst du das? Ich habe schon wieder ihn gefunden. Das war ein Zeichen. Woher willst du wissen, dass ich keine Jüdischen verliere? Na, warum mach mal's denn dann nicht einfach mal? Mit Hans habe ich auch schon eine gemacht. Weil wir es noch nicht gemacht haben. Ja, warum nicht? Ja, weil es jetzt erst in der Zukunft kommen wird. Wann denn? Das wird sich zeigen. Wann? Warum nicht jetzt? Warum kann die Kamera nicht dabei sein? Ich jetzt gerade mit dieser Person, die jetzt gerade spricht, keine Lust habe, eine Gürtelchenverbindung einzugehen. Aha. Weil ich dir scheißegal bin. Nein. Du hast mich. Du weißt doch gar nicht, wer du bist. Du hast mich. Ja, wie soll ich mich denn, erkennen, wenn ich nicht zu mir darf, hä? Du darfst ja machen, was du willst. Aber ich darf genauso machen, was ich will. Ja, was machst du denn? Was ich will. Ja, was willst du denn? Jetzt grad? Ja! Ja, ich pack meine Sachen, ich gehe. Tschüss. Ich willst du doch. Komm, Sally. Brauchen so einen Arschloch nicht bei uns. So ein Dreckswichser. Ja, frisst ein totes Vieh. Vielleicht bist du noch mal mit. Frisst ein totes Vieh. Frisst ein totes Vieh. Sag doch, bitte mich doch hier zu bleiben, aus traust du dich nicht. Traust du dich nicht.
Hast immer noch die Chance zu sagen, Katrin, bleib hier. Das machst du nicht. Dann wirst du mal Bescheid. Warum soll ich auf das hören, was du mir sagst? Und dann? Ein Experiment. Ach, ein Experiment? Weil ich wieder meine Ruhe habe. Sind das unsere Tomaten? Ja. Du gehörst in Verbindung, kannst du nur machen, wenn du eine Hose anhast. Weißt du, ne? Ich muss auch nackt machen. Muss ja nicht gleich ficken. Vergiss es. Und weil wir nackt sind, müssen wir nicht gleich bumsen. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Wir können es auch mit Sachen machen. Wir müssen es nicht nackt machen. Es war nur so ein Humor, ein Späßchen. Versetz dich mal in meine Lage. Zeig mal ein bisschen Mitgefühl. Ich kann mich nicht komplett in deine Lage versetzen. Du willst es nicht. Na doch. Nee. Ich weiß, was das für Abgründe sind. Dann würdest du es ja tun. Ich weiß, was das für Abgründe sind, wenn der Mann, deiner Träume nicht mit dir will. Du willst es. Das ist nicht mal der Mann meiner Träume, weil ich nie von ihm träume. Verstehst du das? Weil der Mann, den du so sehr über alles liebst, sich so verankert. Mein Herz ist auf ihn geeicht. Verstehst du das? Ich verstehe das gut. Ich kann das sehr gut verstehen. Ach ja? Ich kenne so eine Situation. Nee, kennst du nicht. Du kennst sowas nicht. Sollst du mich unterstützen? Du wirst sowas auch nie erfahren. Das wärst du total neugierig. Bist du aber nicht. Du bist eifersüchtig. Du bist eifersüchtig. Du willst immer nur den schwarzen Peter anmalen. Du bist eifersüchtig. Du bist der schwarze Peter. Du bist. Du bist einfach. Sagen viele Menschen. Du bist einfach. Die ihre Neurosen auf mich projizieren. Ihre Neurosen. Oder willst du sagen, du bist vollkommen glücklich, gesunder Mensch? Ich bin nicht glücklich und gesund. Und dann ist es immer so, dass bei ich mir. Ich bin gar nicht im Beisein von irgendwelchen Idioten. Auf dem Bahn, in meiner Gegenwart von den Personen. Und dann wird es schwierig. Und dann geht es los. Und dann werden die Neurosen aktiv und verselbstständigen sich. Und fangen an, mir den schwarzen Peter zu schicken. Mücken. Alles nach außen. Immer nur außen. Hasse Mücken. Muss ich jetzt kratzen. Guck mal da. Jana, nur drücke nochmal deine Gefühle, Katrin, die hinüber aus. Wie war denn das für dich so, die letzten 3 Jahre mit mir zusammen im Herzen, immer an Katrin zu denken, am Herzen, aber nie mit der zusammen sein zu wollen? Und der Thomas, der hat ja auch schon 100.000 Mal gesagt, komm, wir fahren mal da hin, aber die Jana, die kommt da irgendwie nicht so hin. Baden. Also gehen baden. Dann gehen wir baden. Gute Idee. Sally. Bei Fuß. Das ist da.
Das war ein Kino.